Das ist Mona. Sie ist schon 13 Jahre alt und darf trotzdem noch Milch geben und leben. Durchschnittlich werden Milchkühe in Deutschland bereits mit 5 oder 6 Jahren geschlachtet, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Mona lebt aber auf dem Demeterhof Aufmut in Rudratshofen, wo die Milchkühe mindestens 10 Jahre alt werden sollen. Denn hier wird extensive statt intensive Landwirtschaft betrieben. Es geht also in erster Linie nicht darum, so viel Milch wie möglich zu produzieren, sondern ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Andreas Aufmut züchtet hier original Allgäuer Braunvieh, eine Rasse, von der es nur noch wenige Hunderte in der Region gibt. Das ist eine alte Zweinutzungsrasse, wo bei uns eigentlich ganz gut ins Konzept reinpasst. Das ist ein super Futterverwerter für das Grundfutter, was mir denen anbietet. Die sind recht anspruchslos und recht robust und für unseren Betriebsablauf eigentlich optimal. Die Kühe können von April bis November durchgehend auf der Weide bleiben. Nur zum Melken oder bei extremer Mittagshitze geht es für sie in den Stall. Im Winter dürfen sie je nach Wetter 2 bis 4 Mal im Monat raus und sind sonst im Laufstall. Aktuell leben hier 30 Milchkühe, zwischen 50 und 60 Jungtiere und 4 bis 5 Muttertiere bzw. Ammen. Denn hier wird der Nachwuchs kuhgebunden aufgezogen. Weil wir grundsätzlich als dazu entschieden haben, keine Kälber mehr in der Transport oder in der Export abzugeben. Und dann war es irgendwie naheliegend, wenn man sich dazu entscheidet, dass alle Kälber auf dem Hof bleiben, dass ich jeden Tag mit 30 Eimer springe und die Kälber da futtere, dass die einfach auf der Weide mit ihren Kühen oder mit ihren Müttern und Ammen einfach da großgezogen werden und gefüttert werden. Als Ammen werden Kühe ausgewählt, die schon älter sind, nicht mehr so viel Milch geben und vor allem gut mit Kälbern umgehen. Die werden übrigens alle, also auch die männlichen, großgezogen. In Deutschland liegt das durchschnittliche Schlachtalter bei männlichen Kälbern bei 22 Wochen. Denn sie erzeugen keine Milch und werden so als Fleisch vermarktet. Hier in Rudratshofen werden sie großgezogen und erst mit 2 bis 3 Jahren geschlachtet. Und das schon seit Jahren. Anfang der 90er Jahre hat mein Vater schon auf Bio umgestellt. Und der hat witzigerweise auch die biodynamische Wirtschaftsweise schon immer praktiziert, war bloß nie im Demeterverband. Und mit der Heumilchvermarktung ab 2014 sind wir in einer Vermarktungsgesellschaft mit eingestiegen, wo einfach die Demeter-Zertifizierung wichtig war. Und darum sind wir jetzt seit knapp 10 Jahren auch schon Mitglied im Demeter-Verband. Das heißt vor allem, die Landwirtschaft möglichst naturnah zu führen. Und das fängt schon beim Futter an. Das gemähte Gras wird hier beispielsweise nicht gekreiselt, da Blüten und Blätter sonst oft zerbrechen und dann liegen bleiben. Stattdessen wird das Gras direkt eingelagert und dann mit Hilfe eines Ventilators und der Wärme der Solaranlage getrocknet. Also wir sind ein Heumilchbetrieb. Das heißt, bei uns gibt es im Winter Heu zum Fressen und im Sommer Weidegang. Wir haben kein Kraftfutter. Wir wollen auch kein Kraftfutter ganz bewusst einsetzen. Ich schaue, dass ich einen möglichst runden Hoforganismus realisieren kann. Das heißt, das ganze Futter vom eigenen Hof produzieren kann. Auch bei der Vermarktung soll es keine langen Lieferwege geben. Andreas Aufmut hat sich deshalb Partner in der Region gesucht, auch mit Unterstützung des Projekts Ökomodell Region Ostallgäu. Frau Mader, erstmal zum Anfang ganz allgemein, was ist denn die Ökomodellregion? Ja, die Ökomodellregion, das ist ein Teil vom Landesprogramm Bioregio 2030 von der Bayerischen Staatsregierung. Und in dem Landesprogramm geht es darum, die Biofläche auf 30% auszuweiten bis zum Jahr 2030. Momentan sind wir in Bayern so bei ca. 11% Bioanteil, im Ostallgäu schon bei 21%. Und um das Ziel eben zu erreichen, gibt es mehrere Bausteine. Und ein Baustein davon ist eben die Ökomodellregion. Da entscheiden sich quasi Landkreise oder Gemeindeverbünde aktiv dafür, eine Ökomodellregion eben zu werden. Und dann gibt es eben eine Stelle, also ein Projektmanagement, das ist eben im Ostallgäu, bin in dem Fall ich das. Und unsere Aufgabe ist eben, den Biolandbau so regional wie möglich zu gestalten. Das heißt, die Erzeugung, die Verarbeitung, also die Lebensmittelverarbeitung und auch die Endkonsumenten zusammenzubringen, damit eben ja, die Biolandwirtschaft vor Ort gestärkt wird und auch, dass die Bioprodukte, die hier in der Region produziert werden, auch in der Region quasi verzehrt werden.
Und wie wird das dann konkret umgesetzt? Also was macht die Ökomodellregion quasi? Ja, also die Projekte sind je nach Region eben unterschiedlich und sehr vielseitig. Im Ostallgäu haben wir beispielsweise im nördlichen Teil vom Landkreis ein Projekt, da geht es um regionalen Braugerstenanbau. Und die Braugerste wird dann eben auch regional zu Bio-Bier verbraut. Oder es geht auch viel um die Vermarktung vom regionalen Bio-Rindfleisch. Und um das voranzubringen, haben wir jetzt beispielsweise Anfang vom Jahr eine Informations- und Vernetzungsveranstaltung gemacht. Da haben wir zum einen eben die Landwirte eingeladen, die Bio-Rindfleisch produzieren, und eben auch verschiedene Küchenleiter und Gastronomen. Und die Idee hinter der Veranstaltung war dann eigentlich, dass die Küchenleiter oder die Gastronomen passende Landwirte finden und mit denen eben eine Kooperation eingehen, damit wir eben das schaffen, mehr regionales Bio-Rindfleisch auf die Teller zu kriegen. Okay, jetzt ist ja Bio eben ein ganz wesentlicher Punkt. Kann man denn sagen, Bio ist gleich Bio, oder gibt es da auch noch Unterschiede? Also generell muss man sagen, wo Bio oder Öko drauf steht, das sind quasi, das sagt es gleich aus, das sind gesetzlich geschützte Begriffe. Das ist immer die komplette Kette, also von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zum Handel, ist eben kontrolliert und zertifiziert. Das heißt, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Dann gibt es noch verschiedene Verbände, wo die Landwirte eben Mitglied sind. Die haben auch noch unterschiedliche Richtlinien. Und in meinem Fall oder in der Ökomodellregion geht es ja konkret um die Bioproduktion aus der Region. Also wir versuchen, die heimische Biolandwirtschaft eben zu stärken. Okay. Und wenn jetzt ein Landkreis Ökomodellregion werden möchte, was muss der denn erfüllen oder wie wird man das denn? Da gibt es alle paar Jahre einen Aufruf vom Landwirtschaftsministerium, und eben Landkreise können sich dann bewerben mit einem Konzept, was sie eben vorhaben in der Region, auch momentan, wo der Landkreis oder die Gemeinden gerade stehen, was den Biobereich angeht. Das ist allerdings nicht ausschlaggebend, ob man da schon einen hohen Bioanteil hat, wie jetzt hier im Allgäu, oder eher einen niedrigeren Bioanteil, sondern eher ist ausschlaggebend, was möchte die Region denn erreichen, welche Projektideen gibt es in der Region. Diesen Projektantrag reicht man dann ein, und eine Jury wählt dann eben die Regionen aus, und die werden dann eben anerkannt und ausgerufen, genau. Okay. Jetzt haben Sie ja vorher schon ein paar Bereiche angesprochen. Gehen wir mal zum Schluss da nochmal drauf ein. Was sind denn so die Themenfelder, mit der sich die Ökomodellregion befasst? Ja, momentan eben regionalen Braugersteanbau in Bioqualität. Dann viel ist das Thema Außerhausverpflegung. Das bedeutet Individualgastronomie, aber auch Betriebskantinen, Kindergärten, Schulen. Wir schauen einfach, was wird denn da gegessen, welche Lebensmittel kommen denn in den Topf, und gibt es denn da nicht noch Möglichkeiten, das regionaler und auch biologischer zu gestalten, damit einfach auch die, ich sag mal, von klein bis alt einfach eine nachhaltige Verpflegung eben genießen können. Und da ist eben maßgeblich mit allen verschiedenen Personengruppen zu sprechen, also sei es einmal der Träger von den Einrichtungen, aber auch natürlich der Küchenleiter. Oft werden die Einrichtungen ja auch beliefert von externen Caterern, mit denen eben Gespräche zu führen. Wie sieht der Rohwarenbezug aus, und dann eben entsprechend zu vernetzen mit Erzeugern aus der Region. So wie bei Andreas Aufmuth. Er hat durch das Projekt eine Verbindung zum Kloster Irsee bekommen und vermarktet jetzt einen Teil seiner männlichen Rinder dorthin. Und zwar nicht vom Metzger in Einzelteile zerlegt, sondern als ganze Rinderviertel. Denn Arne Rinas, der Küchenchef des Klosters, will möglichst alles vom Rind verwerten. Dieses Gericht hier ist beispielsweise ein Ochsenschwanz. Wie der zubereitet wird, zeigt er uns jetzt. Dann haben wir schon dort vorbereitet. Es ist 3 Stunden geschmort. Das Fleisch wurde dann zerrupft und wieder zusammengesetzt mit einer Farce in einem Schweinenetz. Das Ganze braten wir jetzt nochmal im Ofen bei 180 Grad für etwa 10 Minuten. Dazu machen wir ein Kartoffelpüree, gebratenen Blumenkohl und eine Rotweinsauce. Es ist kein edles Teil vom Rind, sondern eher so ein unedlen Teil. So ungefähr 1/3 vom Rind ist edel, also Rücken und Filet. Nichtsdestotrotz ist der Ochsenschwanz ein sehr beliebtes Gericht bei uns. Generell wünscht sich der Koch, dass Ganztierverwertung einfach zur Normalität gehört.
Ihm ist es auch wichtig, dass die Tiere artgerecht gehalten werden und bei der Schlachtung möglichst wenig gestresst werden. Das Besondere beim Herrn Aufgut ist die Hofschlachtung. Das heißt, der Metzger schlachtet auf dem Hof das Rind. Das heißt, das Tier hat keinen Stress beim Transport. Das ist bei der Tierethik und sehr wichtig. Auch als Koch für die Ethik ist es sehr wichtig, dass man mit solchen Produkten arbeitet, meiner Meinung nach. Wenn das Tier Stress bei der Schlachtung hatte, würde sich das auch bei der Qualität des Fleischs bemerkbar machen. Das ist mittlerweile übrigens fertig und muss nur noch angerichtet werden. Die Ganztierverarbeitung spart zwar Geld, weil ja alles verarbeitet wird, ist dafür aber deutlich zeitintensiver. Allein das Zerlegen zweier Rinder dauert beispielsweise einen ganzen Arbeitstag und erfordert natürlich viel Fachwissen. Das ist es Arne Rinas aber wert. Und mittlerweile hat er schon einige Ideen für Gerichte gesammelt. Also ganz klar die Rinder backen. Zum Schmoren ein super Schmorgericht mit in Rotwein geschmort für 12 Stunden. Ja, es dauert halt, weil es sehr kollagenlastig ist, das Fleisch. Ja, das Anglais ist ein sehr hängend Tender. Das ist ein sehr schönes Fleisch zum Grillen, gerade jetzt im Sommer in der Grillsaison. Reste wie Knochen oder Sehnen können beispielsweise für Fleischbrühe verwendet werden. Beim Anglais handelt es sich um den Nierenzapfen der Kuh. Den hat Arne Rinas schon vorbereitet, sodass er jetzt nur noch im Ofen gegrillt werden muss. Währenddessen geht es für uns nach Pfronten zum Gasthof Engel. Hier werden zwar keine Nierenzapfen oder Ähnliches verarbeitet, aber auch Fleisch in Bio- oder Demeter-Qualität. Und dafür hat sich der Gasthof auch bio-zertifizieren lassen. In erster Linie, dass wir damit wirklich auch werben dürfen. Wir hatten ja auch davor schon viel Bioprodukte verwendet, aber dürfen ja erst, wenn wir zertifiziert sind, auch offiziell damit werben und das auf der Speisekarte so anpreisen. Genau, das war eigentlich der Hauptgrund für die Zertifizierung. Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe bekommen 75% der Nettozertifizierungskosten gefördert. Allerdings nur, wenn sie Bioprodukte vorwiegend aus der Region verarbeiten. So soll die regionale Biolandwirtschaft gestärkt werden. Daniel Kienast bezieht beispielsweise sein Bier aus der Region. Ja, wir schenken hier unter anderem das Bio-Bier vom Bären in Nesselwang aus. Das machen wir eigentlich schon von Anfang an, auch ohne Biozertifizierung. Aber ja, jetzt freuen wir uns darauf, dass wir das auch wirklich als Bio-Bier ausschreiben dürfen. Dieses Jahr wurde die Förderung neben Daniel Kienast auch noch von zwei weiteren Gastronomen in Anspruch genommen. Auch diese kleinen Tischtafeln können beim Landratsamt bestellt werden. So können die Gastronomen den Kunden leichter kommunizieren, wo ihr Fleisch herkommt. Und was sagen die Gäste zur Biozertifizierung? Ich glaube, das wird gar nicht so sehr wahrgenommen nach außen. Wenn die Gäste dann hier sind und es sehen auf der Karte, natürlich ist das ein positives Feedback, weil es jetzt halt offiziell dran steht und wir damit werben. Aber jetzt im Vornherein wissen es viele natürlich nicht. Vor Ort sehen die es dann und sind dann natürlich schon begeistert. Damit geht es zurück nach Irsee, wo die Anglais mittlerweile schon fertig sind und nur noch angerichtet werden müssen. Die Ökomodellregion soll jetzt für noch mehr regionale Vernetzung bei Bioprodukten sorgen. Aktuell liegt der Fokus auf größeren Einrichtungen. Auch dort sollen Verbindungen wie hier entstehen. Zwischen der Kuhweide in Rudratshofen und der Küche in Irsee.